Wir machen heute nochmal ein Video zur Pink Ratian Woche und es muss einfach hier nochmal einen zweiten Teil geben. Ich sag jetzt nochmal, geht raus, nutzt die Gunst der Stunde. Es ist jetzt, wo ich ein paar Tage spielen konnte, muss ich sagen, das bisher beste Event, also in Klammern reguläre Event, was Niantic und Capcom seit Beginn des Spiels auf die Beine gestellt haben. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Es sind so krasse Spawns. Du wirst belohnt fürs Rausgehen, dann diese stündlichen Resets der Spawns von 13 Uhr bis 18 Uhr, 19 Uhr hast du ja eh nochmal einen neuen Spawn. Also eigentlich kannst du den ganzen Tag die Sau rauslassen und musst gar nicht viel laufen, weil du ja jede Stunde neue Spawns hast. Und du kriegst ein seltenes Monster, was sonst immer nur irgendwann an einem random Wochenende mal gedroppt wird oder unter der Woche fast gar keine Spawns bekommst. Das ist so krass. Und darüber möchte ich nochmal sprechen. Also erstmal auch, wie das hier schöne Weihnachtstage hattet mit euren Liebsten, auch ich. Hab's nochmal geschafft, bin dann am 25. nach Hause gefahren und konnte trotzdem nebenbei ein bisschen testen. Bei mir war ja das Blöde, ich lag letzte Woche krank im Bett, konnte ich nichts machen. Und jetzt bin ich halt so am Aufholen. Und jetzt merke ich erstmal, in dieser Woche, also heute ist noch Mittwoch. Jetzt mache ich mal so einen Zusammenschnitt, ein Fazit. Und ich muss sagen, mal ganz neutral betrachtet habe ich eigentlich Schwein, dass es so gekommen ist, weil durch die Krankschreibung, die ja jetzt noch die Woche anhält, habe ich die Möglichkeit, die ganze letzte Woche, wo ich da wirklich nichts machen konnte, nachzuholen. Und das rein zufällig, dass jetzt auf dem Event kommt, ist tatsächlich ein glücklicher Umstand. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele von euch Urlaub genommen haben, das macht man ja normalerweise bei so Brückentagen, 25., 26., liegen ja sehr gut in der Woche. Dann habt ihr auch Schwein gehabt, weil das ist ja Zeit, sehr wertvolle Zeit, bei einem Event, was man so vorher ja gar nicht hat kommen sehen, oder? Also ich nicht. Ich habe mich nur letzte Woche geärgert, dass ich nicht raus konnte. Und im Endeffekt bin ich doch froh, weil letzte Woche war ja sehr schlechtes Wetter. Und jetzt kann ich eben alles sehr gut sogar nachholen. Und das ist irgendwie, also Glück im Unglück. Von daher, ich möchte nichts beschreien. Aber wenn das so weitergeht bis zum Ende der Woche, dann habe ich einfach noch ein paar schöne Tage, die ich mitnehmen kann, die ich genießen kann. Das ist natürlich irgendwo dann doch ein cooles Gefühl. Da ist dann die ganze letzte Woche auch vergessen. Ich zeige euch mal meine Zahlen. Viel Gelaber ohne Sinn. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, um euch nochmal zu zeigen und vor allem einen Anreiz zu geben. Also, ich war wirklich bei jedem Wetter draußen. Es hat geregnet und gestürmt. Ich war klitschnass. Ich bin dreimal nach Hause, habe meine Sachen getrocknet, mich umgezogen, bin nochmal mit Schirm raus. Irgendwann kamen Windböen dazu und dann ging es einfach nicht mehr. Ab in Bus, irgendwie geguckt, ob man nochmal in eine Mall in der Nähe hat. Hier Sterncenter zum Beispiel, da irgendwie sein Glück versuchen. In der Tram irgendwie ein bisschen die Zeit rumkriegen. Mir ist der Arm abgefault durch das ganze Schirm tragen und es war mir egal. Normalerweise gehe ich bei Wind und Wetter überhaupt nicht raus, aber es war mir egal, weil du hast diese Chance nur einmal und jede Freizeit, die ich habe, versuche ich dort in dem Event reinzubuttern. Ich habe richtig viele Blasen an den Füßen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich liege hier zu Hause rum, meine Fersen sind knallrot und ich bin am Blasen aufpulen, mal ein bisschen aufstechen, damit da wieder alles raus. Ich wechsle auch mein Schuhwerk, weil ich gemerkt habe, manchmal kriege ich vorne am Zeh bei dem einen Schuh eine Blase, manchmal bei dem anderen Schuh eben hinten. Und dann wechsle ich das Ganze aus, dass ich nicht ganz so viele Schmerzen habe. So krass ist das. Das ist einfach krank. Aber es lohnt sich. Ich habe jetzt 367 rosa Ratians legen können. Davon waren vielleicht so 60, 70, 80 in den ersten Events. Lass es 300 sein an 4, 5 Tagen. Und das ist fett. Wisst ihr, wie krass fett das ist? Man weiß ja auch nicht, wann kommt das so wieder zurück. Wir kennen ja nur die Events, so wie sie bisher halt released worden sind. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Woche. Aber wann kommt die? In einem Monat? In zwei Monaten? Das ist jetzt für mich die beste Chance, um mal eine Drachenwaffe zu bekommen. Und vor allem, ich hätte im Leben nicht dran gedacht, dass ich jemals so ein Event-Monster überhaupt feiern werde. Weil die waren immer zu selten. Und für mich ist ein Event immer dann geil, wenn ich eine realistische Chance habe, kostenfrei gut an die Monster zu kommen. Und das kann jeder tatsächlich. Das ist ja das Geniale. Das ist einfach krank. Wenn ich mal so zusammenrechne, so 50 Stück am Tag kriegt man hin. Und wenn du so die Sau rauslässt,
Heute zum Beispiel lief es ganz gut, da müsste ich auch knapp die 100 geschafft haben mit meiner 100. 100 Pink Radian an einem Tag. Das ist unnormal. Das ist einfach unnormal. Und ich habe ja auch das Glück, dass bei mir fast nur 6er sind. Im Hintergrund laufen auch so ein paar Testaufzeichnungen von mir. Da habe ich mal probiert, so die ersten Versuche mit der neuen Waffe, ob sich das schon lohnt. Habe ein paar Mal auf die Fresse bekommen, aber ich kann die 8er legen. Und ich weiß nicht, ob sie das gepatcht hatten, weil mir ist so, als ob ich damals in diesem Wochenendevent eine 8er Pink Radian nicht legen konnte. Jetzt geht's aber. Und das feiere ich auch ab. Also selbst die macht keine Schwierigkeiten, eine 9er ist noch zu hart. Und mein Ziel war, mindestens die Waffe auf 10 zu kriegen. Und das sieht gut aus. Wir gehen's mal durch. Von den 367, ich habe, glaube ich, noch nichts weggeschmissen, auch damals noch nicht. Habe ich jetzt insgesamt 44 Seltenheitsstufe 5 Materialien bekommen. Das heißt ja, so jeder fünfte Pink Radian der Stufe 6 und höher gab mir so ein Item. Also bei mir ist es so, gefühlt 75% aller Pink Radians sind Stufe 6 und höher. Es gibt auch verhältnismäßig schon ein paar, die nur Stufe 5 hatten und die geben ja die gelben Items nicht. Habe ich aber leider nicht mitgezählt, aber ich vermute, zieh ruhig 90 ab. Dann sind wir irgendwo bei 290 oder so. Nur noch 270, kommt schon hin. Und ja, davon 44 gelbe, das ist okay. Seltenheit 4, 88, also doppelt so viel. Dann nochmal 40 mehr. Also da kennt man schon so ein Muster. Dann Seltenheit 2, schon von dem fast das Doppelte. 240 kann man aufrunden. Und dann ganz viel Einermaterialien, wo ich auch keine Schwierigkeiten habe. Also es gleicht sich alles über die Masse aus. Ich habe jetzt nicht bei einem exorbitant viel und bei dem anderen exorbitant wenig. Und dann habe ich mal den Spaß gemacht. Wie viel sind denn das? Weil jetzt mit dem Bogen schaffe ich es ja easy, zwei Teile zu brechen. Und das ist ja bei Flugmonstern auch nicht immer gegeben. Das heißt, ich gehe fast immer mit 6 Materialien raus. Und im Schnitt bin ich auch bei 5,5 fast gewesen. Durch eben die damaligen Monster, die ich ja mit einrechnen muss, habe ich ja maximal nur 5 Stück geschafft. Und damit hole ich jetzt auf. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du 6 Mats bekommst nach einem Kampf oder nur 5 oder wenn es schlecht läuft sogar noch 4, weil umso mehr Monster musst du erlegen und das willst du nicht. Du willst nicht bei einem seltenen Monster mehrere machen müssen, weil du einfach es nicht schaffst, Teile zu brechen. Das ist einfach mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Eventmonstern. Und 5,5 Teile ist für mich völlig fein. Für die 10-2-Waffe reicht es schon aus. Das heißt, da brauche ich bloß noch rote Mats. Und ein paar Knochen, das kriege ich hin über die nächsten Wochen, da mache ich mir keinen Stress. Und ich überlege, ob ich es noch schaffe, die 10-4-Waffe freizuschalten. Da brauche ich noch 48 von den blauen, also Seltenheit Stufe 3 Items und Seltenheit 4, 34. Oben steht ja, ich habe 88 Seltenheit Stufe 4. Ich bräuchte jetzt noch 34, also fast die Hälfte. Ich habe 367 gemacht, das heißt, ich müsste jetzt in 4 Tagen, heute mit eingerechnet, Video kommt dann am Donnerstag, 180, 50 am Tag kriechen. 50 am Tag ist sehr realistisch, da muss ich noch nicht mal Gas geben. 50 schaffe ich locker. Natürlich brauche ich ein bisschen Glück, dann reicht es vielleicht sogar noch für ein bisschen Rüstung. Aber selbst wenn nicht, ich bin mit der 10-2-Waffe völlig zufrieden und mir fehlen ja eh die roten Items. Aber wie krass das ist, diese Zahlen muss ich euch zeigen, weil ich will euch Lust machen. Ihr müsst Bock bekommen. Ihr müsst Bock bekommen, um rauszugehen, weil das ist eine richtig krasse Woche. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So eine Woche, wie wir sie jetzt haben, geht mal gedanklich zurück, hatten wir nie. Wir hatten noch nie so eine Chance. Ich feiere das so ähnlich ab wie dieses Verdopplungsevent. Für mich steht das Verdopplungsevent immer, ich meine, das war ja kein reguläres Event, das war ja so eine Entschuldigungssache, aber das ist bei mir noch drüber über dem jetzigen Event, weil man braucht nicht unbedingt das Zeug von Pink Radian, aber es macht Bock. Es macht Bock und das ist wie gesagt, ich gehe auf Drachenbogen und der Drachenbogen ist in meinen Augen erstmal geil, weil so viele Drachenmonster, Rathalos, Radian Normal, Pink Radian, dann der, wie heißt der Knochentyp, Radoban oder so. Naja, egal, ihr wisst schon. Es gibt relativ viele Monster, die auf Drachen anfällig sind. Und später, wenn dann Drachenälteste kommen, die haben ja auch sehr häufig, möchte ich mal behaupten, eine Drachenschwäche.
Und da kann es nicht schaden, jetzt schon mal so ein Drachenset zusammenzubauen. Das schon mal Punkt 1. Und jetzt, um euch mal aufzuzeigen, noch mal mehr, wie krass das Event ist. Mal zum Vergleich, der Zinogre. Zinogre ist kein Drachenältester. Seine Waffe ist vielleicht ganz nett, aber es ist trotzdem ein stinknormales Monster, was hier bei Monster Hunter Now eben als seltenes Monster verpackt wurde. Und wenn man jetzt meine Zahlen nimmt und auf Zinogre überträgt, müsste ich 92 Tage durchzocken, um kostenfrei den stemmen zu können. Denn du kriegst ja nur 4 Marathons am Tag hin. Das heißt, du müsstest rausgehen, 4 Marathons am Tag machen und immer ein Zinogre muss am Ende dabei sein, den du legen kannst. Wisst ihr, wie krass aufwendig das ist? Erstens seid ihr limitiert, weil ihr könnt das ja nur jede 3 Stunden machen. Das heißt, ihr müsst euren Arsch alle 3 Stunden rausbequemen. Das ist schon super aufwendig. Dann noch Zinogre finden und dann noch hoffen, dass er eine Stufe hat, um den Platz zu machen. Und das an 3 Monaten. WTF. Im Verhältnis zu Pingratian ist das der richtig größte Schmutz ever. Das wussten wir schon vorher, aber jetzt mit dem Event, was wir haben und später auch dann Black Diablos, sieht man erstmal, wie krass schlecht Zinogre ist als Event. Das ist kein Event, das ist eine Testphase und lasst die aus. Beachtet Zinogre einfach gar nicht. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist Items verdoppeln für Zinogre. Geld auszugeben für ein Wait-Ticket, das ist komplett Geldrausschmeißerei. Ich meine, mir hat das Event so viel Bock gemacht, ich habe wieder eingecashed. Weihnachten lief auch ganz gut, also ich habe das Geld und habe es auch gerne jetzt eingecashed, weil ich wurde bespaßt und habe mir alle Plätze gekauft, die es halt gibt und werde trotzdem meine Kohle nicht verschwenden für Wait-Tickets. Oder fürs Verdoppeln der Zinogre-Items. Auch werde ich für Rosaratian, ich werde den Teufel tun und Damaz verdoppeln. Never ever. Das Einzige, was ich auch schon immer predige, ist, nur für rote Items, das macht am meisten Sinn. Das kann man gerne mal investieren, weil das spart richtig viel Zeit. Das ist einfach so. Es sei denn, irgendwann kommt ein Update. Oder eben für die Plätze. Und mehr mache ich nicht. Das ist das, wofür ich das Geld ausgebe. Und das ist für mich gut investiertes Geld und mehr, setz it. Und hinzu kommt dann noch, das lese ich jetzt auch noch gerade, bloß gut, ich habe es mit reingeschnitten, ne? Es reicht ja auch nicht nur aus, einen Zinogre zu legen. Viele wissen ja noch nicht mal, dass er ein rotes Unique-Item droppt ab Stufe 8. Und das macht's ja noch beschissener. Das macht's ja noch so richtig beschissen. Ich habe einen Kumpel, der hat auch angefangen, die Waffe zu craften und ich habe ihn gefragt, ja, wieso machst du denn das? Du kommst da eh nicht über 7,5 rüber. Und er, wieso? Naja, klar, schaffe ich doch. Nee, du brauchst ja ein 8er-Item von dem. Schaffst du ein 8er-Zinogre zu legen? Nee, na siehste. Also was hast du denn davon? Als Anfänger? Ja, okay. Freut man sich vielleicht, wenn man es irgendwie schafft, auf eine 7,5-Waffe zu kommen. Aber jetzt überleg mal. Du farmst Zinogre unendlich oft und lange über Wochentage, gibst Geld aus für Tickets, was auch immer. Und dann stellst du fest, fuck. Jetzt brauche ich ja noch sein Item und ich schaffe die Achter nicht. Tja, da kannst du spätestens da fängst du an zu kotzen und musst überlegen, was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich ja doch vom Kadachi eine andere Waffe, weil sonst kann ich ja die Achter-Monster nicht legen, die ich ja sonst eigentlich vorhatte, mit der Zinogre-Waffe zu legen. Und das weiß man ja eben nicht als normaler Spieler, der da vielleicht nicht informiert genug ist, um abzuschätzen, ob dann überhaupt das was bringt. Das ist eben so der Punkt. Also es gibt halt geile Events. Für mich ist ein geiles Event, wenn ein Monster gut legbar ist, ohne dass ich was eincashen muss. Und jetzt mal die ganze Euphorie beiseite. Jetzt auch mal ein bisschen Retalk. Ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich einer der wenigen bin, die das Pingratian Event so abfeiern, weil ich muss mir immer wieder bewusst machen, es sind ja noch nicht so viele auf meinem Level. Als wir zusammen unterwegs gewesen sind, habe ich auch festgestellt, dass mein Kumpel sehr viele 5er-Ratians hat. Und ganz ehrlich, wenn man nur 5er-Ratians hat, dann ist das Event auch nicht geil. Dann brauchst du auch nicht rausgehen. Weil du musst schon mindestens
die Sechser haben auf der Karte und zwar sehr oft und die auch legen können, dann macht es Sinn. Solche Eventmonster machen natürlich auch nur dann Sinn, wenn du auch alles von dem Monster farmen kannst. Wie schade wäre es, wenn du nur Fünfer auf der Karte hast und du später aber feststellst, na Mist, ich komme ja gar nicht weiter, ich brauche ja das gelbe Item von dem. Und das könnte höchstens ein Problem sein, weil ich weiß nicht, wie viele sind schon auf einer hohen Stufe. Man müsste ja mindestens Stufe 7 oder im besten Fall Stufe 8 Monster freigeschaltet haben. Und wie viel von euch, die hier zugucken, haben denn das schon geschafft? Weil vielleicht feiere ich das nur ab, weil ich auch einfach mal ein kleiner Suchti bin. Und für alle anderen ist es aber trotzdem ein okayes Event. Dann muss ich vielleicht meine Stimmung, meinen Mut ein bisschen runterfahren. Dann tut es mir natürlich leid, dass ihr das noch nicht so erleben könnt. Das wäre natürlich ultra schade. Aber ich hoffe, ein paar von euch haben trotzdem die Möglichkeit und können bei jetzt Pinkratian die Sau auslassen. Also, ich wünsche es euch. Weil es wäre wirklich so schade, einfach diesen Event-Zeitraum nicht mitzunehmen. Ich gönne es euch und ich hoffe, ihr habt auch ein paar freie Tage. Und wenn nicht, nutzt früh oder abends noch mal eine Stunde. Geht mal eine Stunde um den Block oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Es kommt ja irgendwann wieder zurück. Aber tut mir bitte einen Gefallen. Jetzt egal, ob es bei euch gut läuft oder nicht gut läuft. Lasst Zinoge wirklich weg. Den zu farmen, ich mache das nicht. Und ich bin jemand, der eincasht. Weil das ist für mich Geldverschwendung, Rausschmeißerei. Macht keinen Sinn. Ich muss auch immer noch keine Tränke bezahlen. Und ich würde es machen. Ich bin jetzt bei Trankstand 0. Wenn ich aber merke, morgen, übermorgen und dann nochmal ein paar Tage später, ich brauche mehr Tränke, wäre es das erste Mal, dass ich bereit bin, auch wirklich für Tränke Geld auszugeben, weil einfach das Event so cool ist. So ist gerade eben die Stimmungslage und ja, danke, liebes Spiel, für das, was du jetzt hier uns bringst. Und dann machen wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr weiter. Also sage ich schon mal, guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und fröhliches Handeln, Leute. Genießt noch das Wetter. Es ist ja so oft schlechtes Wetter. Jetzt ist kein Regen, kein Wind. Optimales Farming-Wetter. Und damit Rinja hauen und Tschüss.